Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Hinter mir seht ihr das Schloss Gösting und vor mir geht der Wandersteig hinauf zur Ruine Gösting. Ich bin heute hier, um einige Fotos zu machen und schauen wir uns mal an, was die Ruine so alles zu bieten hat. Viel Spaß! Kein leichter Aufstieg hier zu Burg Gösting. Wenn ihr etwas Historisches wissen wollt über die Burg, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Jetzt bin ich hier bei der Burg angekommen. Sie ist hinter mir, hier ein kurzer Blick darauf und vor mir gibt es eine Aussichtsarte und jetzt schauen wir uns das an, ob wir irgendwelche Motive finden, die wir ablichten können. Also. So, wir befinden uns jetzt in der Kameraansicht beim ersten Bildaufbau. Da hinten seht ihr die Burgruine Gösting und ich werde jetzt versuchen, mit diesen zwei Bäumen links und rechts hier so einen schönen Rahmen bilden, diese Burg darin einzubetten und da liegt noch Gestrüpp, das werde ich auch versuchen mit einzufangen. Ich finde mich wieder live beim Bildaufbau aus der Kamerasicht gesehen. Ich werde das Bild zwar hochformatig machen, aber damit ich euch das im Film zeigen kann, was ich vorhabe, werde ich jetzt das Querformat verwenden. Hier seht ihr im Endeffekt wunderbare Bäume, die in den Himmel ragen, verästelt hier. Und diese beiden Bäume sollen ein Framing bilden für die Treppe, die hier hinaufführt, zu einem Teil der Burgruine, den Aussichtsturm, wo man dann wunderbar hinunter auf die Bundesstraße sieht. Ich werde hier einen Polfilter verwenden, um den Himmel noch etwas blauer zu zeichnen und vielleicht eine Langzeitbelichtung machen, damit das Bild etwas mehr Pep bekommt. Und das Ergebnis sehen wir uns in Folge an. Die Frage nach dem Equipment, das man eingepackt haben sollte, wenn man Outdoor geht, auf jeden Fall eine Kamera, die braucht ihr auf jeden Fall. Nein, ich schaue immer, dass ich natürlich ein Stativ mit habe, das ist auch klar, aber schlecht ist auf jeden Fall nicht, wenn ihr einen Polfilter mit euch trägt und diverse ND-Filter. Und was ganz wichtig ist im Freien vor allem, genügend Ersatzakkus, das ist wohl eines der wesentlichsten Dinge. Wer kennt das nicht? Man hätte noch ein super Motiv gefunden und natürlich ist der Akku leer. Also auf das müsst ihr wirklich aufpassen. Ihr braucht ja keine originalen Akkus kaufen. Nachbarakkus sind wesentlich günstiger. Ich verlinke das auch nochmal. Objektive, die man einpacken sollte. Mir ist klar, man kann nicht alle Objektive von zu Hause mitnehmen, nicht den ganzen Bauchladen. Ich schlage vor, ihr packt Zooms ein. Ihr seid dann nämlich wesentlich flexibler als mit Festbrennweiten. Beispielsweise
beispielsweise ein 16 bis 35 und ein 70 bis 210, da habt ihr schon ziemlich viel abgedeckt und dann könnt ihr eine Festbrennweite dazu packen, ein 50er, ein 35er oder ein 85er. Wenn es die Situation erfordert, könnt ihr es dann anwenden. So, das war's für heute. Das war unser Ausflug auf die Burg Gösting. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen und ihr könnt das eine oder das andere mitnehmen, vielleicht auch das, was man nicht machen sollte, nämlich zur falschen Zeit fotografieren zu gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, gut Licht und vor allem viel Gesundheit in dieser schweren Krise, die wir jetzt alle durchmachen. Vergesst nicht, wenn ihr es noch nicht habt, meinen Kanal zu abonnieren und vielleicht ein Like dazulassen. Das würde mich sehr freuen. Ciao, Baba. Macht's gut.